Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir. Und Genshin Impact bzw. miHoYo hat heute Morgen einen Character Teaser hochgeladen zu Kazuha. Und ich habe mir den ganzen noch nicht reingezogen, aber ich will ihn mir jetzt unbedingt einmal reinziehen. Ihr wisst, ich liebe diese Trailer meistens, die von miHoYo hochgeladen werden. Das sind meistens sehr gute Videos, die einfach in mir persönlich nochmal so einen Hype auf den Charakter auflösen, sodass ich richtig Lust habe, dann diesen Charakter zu ziehen. Dass ich einfach Bock habe, ihn zu spielen. Wobei ich glaube, dass Kazuha nicht so krass wichtig wird. Ich werde ihn auf jeden Fall spielen. Allerdings habe ich Venti, ich habe Sucrose, das sind zwei Anemo-Charaktere, die kann man eigentlich so schon benutzen. Klar, Kazuha hat nochmal den eigenen passiven Effekt, das wissen wir, dass er den Elementarschaden von einer anderen Unit erhöht, also wenn man ihn mit irgendeinem Elementar-Damage-Dealer wie beispielsweise meiner lieben Hu Tao kombiniert, wird das natürlich extrem cool und ich freue mich dann einfach im Spiral Abyss sowohl Kazuha als auch Venti zu haben. Das ist dann natürlich ein ziemlich großer Luxus für Spiral Abyss, aber ihr habt gesehen, wenn ihr auf meinen Zweitkanal vorbeischaut, Sonius der Zweite, Link war unten in der Videobeschreibung, lasst gerne da mal ein Abo da, denn wisst ihr, beziehungsweise dann seht ihr die Tage, wie krass auch Sucrose einfach sein kann im Spiral Abyss, gerade Ebene 11 ist sie einfach so quasi durchgerusht, als wäre das nichts. Also das kommt, glaube ich, morgen tatsächlich sogar das Video mit dem Spiral Abyss Ebene 11 mit ihr. Sehr, 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 sehr gut. Von daher, wie gesagt, erst nochmal ein Bonus-Luxus, der den Damage wahrscheinlich deutlich erhöhen wird im Vergleich zu Sucrose. Beziehungsweise auch einfacher zu spielen ist, als so eine Sucrose und den Damage zu erhöhen, die ja auch die Elementarkunde erhöhen kann. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was der Trailer mir über den Charakter sagt und wie sehr ich dann auf ihn gehypt werde. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, wir schauen einfach mal gemeinsam rein. Ich starte das Ding mal. miHoYo. Otaku save the world. Das ist die Krux wahrscheinlich, ne? Muss ja die Krux sein. Liebe es. I hope you don't think I risked taking you in just to listen to your musings. I'm aware. But we ought not waste the moonlight. Not before a big battle. Ich hätte vielleicht mal die japanischen Synchronstimmen anmachen sollen, ne? Aber die klingt schon echt gespannt. Ja, Sake würde ich auch nehmen. A big battle, you say? Yes. The scent on the wind is the same as on that night. The scent of danger. Yena now. Just a breath away until I... So, der Stil ist schon richtig genial. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber ich freue mich so sehr auf Inazuma, weil das einfach die japanische Gegend ist des Games. Es ist einfach so ein genialer Style. Zieht euch das mal bitte rein. Wie gut sieht der bitte aus? Reach the port. Seems I couldn't evade you after all. Vision Hunt Decree! Hand over your vision! Göttliches Auge, genau. If only you could make one exception, things could have been easier for you. Okay. A maple leaf? Easy weggeschlitzen. I say we lower the sails, Beto. Warum leuchtet er? Storm is coming. Storm is coming. Ich meine, man hat jetzt nicht viel aus dem Trailer über ihn erfahren, ne? Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, dieser Stil, wie er hier steht, das sieht ja einfach genial aus, sorry. Das sieht einfach genial aus und dann schlitze sie easy weg. Ich kann noch nicht so viel sagen, ob ich ihn als Charakter mag, wenn ich ganz ehrlich bin. Er wirkt ja sehr ruhig, wie so ein entspannter Abenteurer. Also es gibt ja auch, beziehungsweise wie jemand entspannt durch die Gegend wandert, sage ich mal. Also es gibt ja auch eine offizielle Vorstellung hier zu Kazuha aktuell, die auch schon hochgeladen wurde, beziehungsweise veröffentlicht wurde als Post in deren eigenem Forum HoYo Lab. Und da steht eigentlich auch nichts Interessantes drin, was wir so noch nicht kannten. Also wir wissen, er ist ein junger Mann, wie gesagt, ganz entspannt. Das wird wahrscheinlich ein sehr ruhiges Gameplay, wenn man ihm spielt. Man benutzt die Ult und er zieht ganz gemütlich sein Schwert und zack, alles ist weggeschlitzt. Freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten steht hier tatsächlich nichts Neues drin. Wir wussten, er ist Einhänder, wir wussten, er hat das göttliche Auge der Animo. Von daher Standardangriffe mit dem Schwert und dann ganz interessant ist ja die Ult, beziehungsweise die elementare Fähigkeit benutzt man wahrscheinlich auch ab und an. Wobei ich eher glaube, dass sie bei mir persönlich weniger benutzt wird. Einfach nur, um die Ult zu laden wahrscheinlich. Und das war es dann gefühlt schon wieder. Und ansonsten natürlich das Allerwichtigste ist diese ultimative Fähigkeit, die erst hier unten ist. Kazuha-Schlag. Da. Das ist das, worauf wir uns freuen.
zieh die Gegner in deinen Wirbel, halte sie drin und mach dann die ganze Zeit schön Anemos World Damage. Darauf freue ich mich schon am meisten und booste meine Hu Tao bitte bis uns endlich oder meine Klee oder sonst wen. Ah, oh, das wird so angenehm, wenn man den hat. Und ansonsten, falls euch dazu natürlich noch mehr interessiert, werde ich euch einmal diesen Artikel im, ja, unten im Video verlinken. Dann habt ihr das, dann könnt ihr euch das alles selbst einmal durchlesen. Ich werde jetzt nicht hier seine ganzen Hobbys und ähnliches durchlesen, außer natürlich das Hobby, dass er es gerne mag, auf einem warmen Felsen einzuschlafen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Denn draußen schläft es sich, wie ich gestern im Stream geklärt habe, immer noch am besten. Finde ich persönlich zumindest. Ja, also er hat schon richtig geiles Character Design. Ich stehe richtig auf dieses japanische, ja, Character Design, sage ich mal. Und deswegen freue ich mich auch sehr darauf, wenn er released wird. Eine Woche noch, Leute. Eine Woche noch. Nächsten Dienstag ist es, glaube ich, soweit. Na, dienstags kommt immer der zweite Character. Von daher, ja. Wir freuen uns einfach drauf. Wir warten auf den Character ab. Und ich hoffe, der Trailer hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Das war's von mir, eurem Sonius94.